jenseits von Guyana. Entdecke den unwiderstehlichen Stil des englischen Rums. Historie, Geschmack und natürlich drei richtig geilen Empfehlungen für englischen Rum. Herzlich willkommen hier im Rumschnacker TV. Ich bin der Rumschnacker Falk Redlich und heute geht es natürlich um den englischen Rumstil. Was macht eigentlich den englischen Rumstil so unwiderstehlich? Der englische Rumstil ist schwer. Der spanische Rumstil, den kannst du hier verfolgen, da hast du gehört, der ist vor allem leicht und oftmals süß. Der englische Rumstil ist schwer im Verhältnis, hat viel Aroma, ist mächtig. Und genau das gefällt den Fans englischen Rumstils. Je mehr du fortschreitest, desto mehr zieht es dich zum englischen Stil. Am Anfang neigst du eher dazu, dem spanischen Stil dein Gehör zu schenken. Ja? Da sagst du, okay, das schmeckt besser, ist ein bisschen leichter, zugänglicher, einfacher zu verstehen, nicht so heftig, überrollt dich nicht. Und der englische ist eher das Gegenteil. Da kommt ein Aromenpanzer auf dich zu, da ist viel zu kriegen, das ist komplex, da bist du nämlich nicht einem Aroma zu Ende und so weiter. Das ist natürlich übertrieben dargestellt und überall gibt es Zwischennoten, das ist vollkommen klar. Aber eins ist klar, wenn man es trennt, wenn man es begutachtet, wenn man sagt, ich vergleiche englischen und spanischen, französischer auch noch, ich vergleiche die Rumstils, dann stellt man fest, englischer ist deutlich aromenreicher, deutlich schwerer und hat insgesamt von allem mehr zu bieten. Wo und wie begann die Geschichte des englischen Rumstils? Naja, mit Kolumbus kam ja das Zuckerrohr in die Karibik und da begann es ja erst einmal. Die Sklavenzeit, das Dreieck, eine schreckliche Zeit aus der Vergangenheit, die den Rum überhaupt erst erschaffen hat und auf die wir heute natürlich mit anderen Augen schauen. Aber dieses Konstrukt war dennoch dafür verantwortlich, dass der ganze Rum in Wallung kam. Und natürlich war früher zu Anfang der spanische Rumstil einfach beliebter, als es dann wirklich mit dem Destillieren losging, 17. bis 18. Jahrhundert, dann die Hochzeit. Der Zucker war natürlich im Vordergrund, der Rum ein Randprodukt oder die Melasse, aus dem der englische Stil in der Regel gewonnen wird, das war eigentlich das Randprodukt. Der Zucker war das Hauptprodukt. Der Rum wurde aber immer beliebter. Und während natürlich ein spanischer Rumstil auch dort, wo es allgemein klimatisch wärmer ist, beliebt war, ist der englische dann eher im Norden, wo er noch ein bisschen mehr Geschmack mit bereithält. Es ist kalt, dann braucht etwas mehr Geschmack, um auch gut zu schmecken, um zu punkten. Und so kann man vielleicht sagen, dass das ein bisschen hergeleitet wurde. Die Historie, wie ist er entstanden? Eben mit der englischen Marine zusammen, mit der britischen Marine zusammen. Dass die gewisse Kolonien besetzt haben und dort aromatisch schweren Rum auch herbekommen haben. Wir haben Barbados, aber wir haben vor allem Guyana und Jamaika als schweren aromatischen Rum. Als Produzenten, so Produzentenländer, Inseln und so weiter. Diese drei Inseln machen in seinem Ursprung den englischen Rumstil auch aus. Viele Tots, viele Rumsorten, die den Männern gereicht wurden, die sind entweder aus einem Land nur gekommen oder aber ein Blend aus diesen verschiedenen Ländern. Da hat dann irgendjemand gesagt, wir vermischen das mal. Und du hast die schweren Noten aus Guyana, die noch schwereren und fruchtigen Noten aus Jamaika und die von den dreien am leichtesten, aber trotzdem kokoslastigen und so weiter Rumsorten miteinander vermählt und nicht selten war ein Blend eben Barbados, Guyana, Jamaika oder Jamaika und Guyana oder nur Guyana und nur Jamaika. Das sind so ganz typische Konstellationen für den englischen Rumstil. Und weil es eben so kalt war, ist der quasi entstanden, denn die wollten gar keinen spanischen leichten Rum haben, gar nicht leichten Rum trinken, sondern Schwere war hier angesagt, viel Geschmack. Und so hat sich der englische von dem spanischen Stil irgendwie abgezweigt. Die unten wollten ein bisschen spielen und die
Englisch, der englische Rumstil, der wollte ein bisschen was zeigen und viel mehr Geschmack an den Mann bringen. Was unterscheidet den englischen Rum vom französischen und spanischen? Ein bisschen habe ich da schon zu gesagt. Wenn wir den französischen Rumstil nehmen, der ist generell eher leicht, trocken und sehr fruchtbetont. Der spanische Rumstil ist Dessertnoten betont, Karamell, Vanille, Kakao und kommt oftmals mit einer Süße daher und ist eher leicht. Der englische Stil ist schwer, das wissen wir schon, hat viel Aroma, das wissen wir auch, aufgrund der Kälte, Temperatur, Klima. Und wie bringen wir diesen Rum jetzt in Abstand zu den anderen? Genau das macht es eigentlich schon aus. Das reicht eigentlich schon, um darzustellen, wie dieser Rum sich unterscheidet. Er hat in der Regel von allem mehr, vielleicht die Fruchtnoten nicht. Aber wenn du da nach Jamaika guckst, auch da kommen heftige Fruchtnoten her. Er ist also viel kräftiger, viel kantiger und bringt einfach mehr Geschmack auf den Tisch. Auch die Fassreifung ist hier sehr beliebt, gerade im Zusammenspiel mit dem Rum, wo hier nochmal, die unnötigen Aromen rausgezogen werden. Fassreifung zieht ja auch Negativaromen raus und das ist natürlich beim schweren aromatischen Rum besonders wichtig. Der hat natürlich von allem viel, auch von den negativen Noten und die möchtest du am liebsten rausziehen. Und dazu kommt natürlich, dass auch hier nicht die englische Reifung oder die kontinentale Reifung gewünscht wird, also in Europa, sondern die karibische anstelle dessen. Karibische Reifung ist schneller in fast allen Belangen, nicht ganz, aber schon insgesamt, sorgt vor allem für hohe Fruchtspitzen, sorgt auch noch ein bisschen für den brennigen Charakter und so ist genau das, was sich der typische Seemann wünscht, der im Norden im Kalten mit dem Schiff unterwegs ist. Er bekommt ein aromatisches Getränk, selbst wenn die Außentemperatur jetzt nur zum Bibbern ist, bekommst du einfach viel Aroma. Kälte senkt das Aroma, trotzdem ist der englische Rumstil immer noch präsent. Dann kriegst du eine Wärme, du hast ein bisschen Schärfe, du merkst, du bist am Leben. Das ist ja ganz oft was. Bei so einem spanischen Rum denkst du ja manchmal, was passiert da? Da ist ja gar nichts mehr vorhanden. Der ist so dünn und fein. Das gefällt dem englischen Matrosen überhaupt gar nicht im Norden, im Kalten oder im Dänen oder wem auch immer. Die möchten ein bisschen Markenzeichen. Wir haben also viel Geschmack trotz Kälte. Wir haben Esternoten aus Jamaika, also Fruchtnoten. Wir haben die schnelle Reifung in der Karibik, damit diese ganzen Noten und das leicht Brennige, damit du dich am Leben fühlst, auch noch mit dabei. Und das kantig, er ist nicht so abgerundet, nicht so seicht, nicht so weich, was auch durch die karibische Reifung nicht unbedingt verbessert wird. Und das alles macht sein Merkmal aus. Daran kann man das erkennen, daran sagt man, aha, so ist englischer Rumstil und so kannst du das unterscheiden. Wie wird englischer Rumstil überwiegend hergestellt? Wir haben in der Vermeischung, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, aber wir haben als erstes die Destillation. Und die Destillation macht natürlich schon einen gehörigen Unterschied. Wir haben die Kolonne, überwiegend bei den spanischen Rums eingesetzt, aber auch bei den Franzosen. 24/7 möglich, kannst alles reinfeuern, unten nachlegen, oben rauskommen, nochmal. Und du hast eine unglaubliche Produktionsmenge, eine schnelle Herstellung und damit auch vor allem eine günstige Produktion. Der englische Rum wird überwiegend im Pot-Still-Verfahren gewonnen. Allenfalls mischt man am Ende nochmal Kolonne und Pot, 80-20, 20-80, wie auch immer, sodass trotz alledem immer noch die schweren Pot-Still-Elemente mitfahren. Pot-Still, das ist häufig der Kupferkessel, der große Kupferkessel, wie auch in der schottischen Whisky-Produktion benutzt wird. Große, schwere Aromen tanzen hier, Samba werden destilliert und wenn die Fliege in die Produktion scheißt, hast du es nachher im Alkohol als Geschmack. So sagt man. So anfällig ist die Pot-Still-Destillation letztlich für die geschmackliche Übertragung. Das Ganze
kann immer nur einmal gemacht werden, muss dann ausgewaschen werden, neu präpariert werden und mit Abkühlung muss man arbeiten oder auch nicht und so weiter und so fort. So, dass man am Ende sagen kann, das ist Hölle aufwendig. Und das bedeutet automatisch teuer. Englischer Rum ist also von Haus aus teurer als zum Beispiel spanischer. Natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich ist das jetzt eine sehr grobe Vereinfachung. Aber um die Stile voneinander abzugrenzen, tue ich das einfach und sage, englischer Rum ist generell teurer als spanischer Rum. Ist so. Und die drei Hauptinseln habe ich ja schon genannt. Wie verstehe ich eigentlich die Altersangaben auf den Flaschen mit englischem Rumstil? Im Gegensatz zu den spanischen, da habe ich gesagt, trau keinem Spanier, die machen das so. Das Alter legen sie fest, ja, da ist ein 8-Jähriger drin, da ist ein 12-Jähriger drin. Dann sagen wir mal, der ist 10. Im englischen Raum, im britischen Raum geht das nicht. Dort im europäischen Raum sowieso nicht. Da ist es so, wann immer du ein Alter draufschreibst, 10 Jahre, muss gesetzlich natürlich mindestens 10-Jähriger da drin sein. Und zwar in jedem Tropfen. Wenn du noch mehr da rein tust, 15er, 20er, macht das natürlich nichts. Macht den Rum voller und gemeiner. Aber ich glaube, das wird heute eher selten gemacht. Früher kam das schon mal vor, dass der Masterblender irgendwo noch was Schweres mit reingetan hat, was ein bisschen älter war. Heute wird das aus Kostengründen eigentlich nicht gemacht. Das heißt, wenn einer 10 Jahre draufschreibt, ist es 10 Jahre alt. Aber du weißt auch hier, 10 Jahre in der Karibik, karibische Reifung, ist natürlich auch irgendwie dreimal so schnell wie schottische Reifung. Als Beispiel. Und deshalb ist es schon gut, wenn ein Guyana-Rum, zum Beispiel wie der Eldorado, 12 Jahre draufstehen hat, weißt du, der ist eigentlich 12 Jahre. Und im Allgemeinen kann man sagen, nee, die schummeln da nicht. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen zu weit, aber ich sage, englisch geprägter Rum ist in der Regel eher an der Wahrheit mit dem Alter als spanischer. Sag ich einfach mal so. Wenn du dich davon angegriffen fühlst, ey, ist nur eine Vermutung, ist ein Gedanke und letztlich ist es gar nicht schlimm, am Ende muss ja das Produkt schmecken. Und wenn es dir schmeckt, egal wie alt, dann ist es das Richtige gewesen. Wie schmeckt englischer Rumstil eigentlich, typischerweise? Ich komme nochmal zurück und fasse nochmal irgendwie zusammen. Beliebt ist natürlich die Fassreifung. Weißer Rum als englischer Rum ist nicht so beliebt oder kommt auch erst sehr spät in der eigenen Entwicklung, in der geschmacklichen Entwicklung, dass man da Gefallen dran findet. Anfangs ist der leichte, gesüßte Rum, dann wird der Zucker ein bisschen weniger über die geschmackliche Entwicklung, dann kommt schwer, kantig, kräftig, eben der englische und am liebsten Fassreifung. Das ist schon das, was sich die meisten wünschen. Die bevorzugen ganz klar einen schweren Rum, der lange in einem Holzfass gelegen hat, dann auch noch in der Karibik und karibische Reifung erfahren hast. Lieber 5 als 2 Jahre, lieber 10 als 5 Jahre, lieber 15 als 10 Jahre, lieber 20 als 15 Jahre. Das kann man generell schon so sagen, zumindest wenn man das Endergebnis beurteilt. Preis-Leistung sieht ein bisschen anders aus und wenn man weniger Geld ausgeben will, dann hat man vielleicht andere Prioritäten. Aber wenn man es kann, dann wünschen sich die meisten schon lieber einen 20-Jährigen in der Karibik greift rum als einen 10-Jährigen. Das kann man ganz klar so sagen. Wenn es dann noch englischer Rumstil ist, sowieso eine Nuance mehr. Die meisten Rums werden ja aus der Melasse hergestellt, weder aus dem frischen Zuckerrohrsaft noch aus dem Zuckerrohrhonig. Das kann man schon ganz klar so sagen. Melasse-Rums ist also typisch. Wir haben also einen typischen Lakritzgeschmack. Und der wird durch die Potzdestillation auch gefördert, so dass man immer mal wieder diese Noten von unten durchschmecken kann. Guyana hat es, Jamaika hat es und Barbados hat es auch. Du schmeckst das Grundmaterial, die Melasse, ganz gut raus. Deshalb hast du häufig, nicht immer und ausnahmslos, Melassenoten, leicht bis kräftig, einfach mit dabei, lakritzig und so weiter, karamellig, braun, dann Zucker. Das sind so typische Melassenoten, die mitschwingen. Dann haben wir je nach Estern auch natürlich eine Fruchtbetonung. Jamaika ist häufig sehr fruchtbetont. Guyana kann, wenn sie wollen, vor allem wenn sie da unten in der hölzernen Kolonne destillieren, dann hast du sehr fruchtige Noten mit dabei. Wenn sie es anders destillieren, dann ist die Frucht ein bisschen weniger, aber auch so orangig, kann man sagen. Ist auch so typisches Guyana-Fruchtmaterial. Bei Jamaika ist es mehr Papaya, Ananas, Banane, so diese Richtung. Und Barbados
würde ich auch sagen, Papaya in diese Richtung. Papaya vielleicht leicht orange. Wenn ich die Frucht so ein bisschen zulateilen würde, würde ich sagen, generell ist Jamaika der fruchtigste der drei Inseln oder der drei Inseln Brutstätten für englischen Rumstil. Guyana kommt danach und dann kommt Barbados. Manchmal noch umgekehrt. Also so ist ungefähr die Reihenfolge und du hast ja auch die Priorität. Frucht ist schon gerne gewünscht und eines der wichtigsten Aromen, einen guten Rum herzustellen. Denn die Leute suchen dieses Fruchtaroma ganz häufig. Fruchtaroma in Rum ist, würde ich sagen, eines der beliebtesten und gesuchtesten Aromen, die jemand haben möchte. Und das hat englischer Rum schon zu bieten. Dann haben wir natürlich kräftig, kantig, komplex über Fassreifung, aber auch über das Ausgangsmaterial. Du hast hier einfach mehr von allem als zum Beispiel im spanischen Rum, denn der Colonne destilliert wird von Haus aus schon ein bisschen weicher ist. Und gerade das mit zunehmender Rumerfahrung ist auch das wichtiger. Man kann also auch sagen, spanischer Rum für den Einstieg, englischer Rumstil für den Fortschritt und dann gucken wir mal, was noch weiter passiert. Aber dieses heftige, intensive, das ist wie ein Tilsiter, das willst du irgendwann haben und das bietet spanischer Rumstil in der Regel nicht. Auch da gibt es Ausnahmen, aber in der Regel kann man sagen, das ist der englische Rumstil. Da hast du das alles viel, 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 viel und das ist, was du irgendwann haben möchtest. Deshalb schmeckst du auch vor allem viel, 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 viel. Natürlich aus dem Fass kommen die typischen Dessertnoten natürlich raus. Vanille, Karamell, Kakao, Kokos, auch in dem Bereich sehr häufig wiederzufinden. Ganz klar Noten aus dem Holzfass, aus dem Holz für diese Art Rum, die sehr beliebt ist. Und das ist es auch schon fast. Man kann sagen, dass über die Jahre die Süßung im englischen Rum abgenommen hat. Auch das ist nur so eine Richtung, die man es. Früher gab es natürlich mehr süßen Rum als englischen Stil, heute deutlich weniger, kann ich sagen. Und das finde ich eine super tolle Entwicklung. Du kannst also weitgehend davon aussuchen. Vielleicht nicht unbedingt Plantation, wenn die englischen Rumstil auf Lager haben, aber bei vielen anderen wirst du häufig, wenn du mit englischem Rumstil konfrontiert wirst, einfach auf trockenen Rum stoßen. Das ist eine gute Entwicklung. Ausnahmen gibt es, du kannst dich also nicht blind darauf verlassen, aber es ist schon so, dass ganz klar die Tendenz da ist, wenig zu süßen. Wir haben natürlich noch eine Ausnahme, wir haben den Davidsons aus Dänemark, das ist Jamaica Rum, also englischer Rumstil, der in Dänemark noch bearbeitet wird, in Jamaica wohl nicht. Da wird er ordentlich gesüßt, dann ist er kräftig süß. Davidson XO 15 Black Label ist einer der beliebtesten Rums, ja, ich würde sagen, Deutschlands, ganz klar. Wenn du den erstmal kennengelernt hast, diese schwere Aromatik, dieses heftige aus Jamaica, Guyana und Barbados, in diesem Fall Jamaica, mit dann zur Leichtigkeit, zur leichteren Einnahme sozusagen für einen Einsteiger, hast du diese schwere Aromatik plus die Zuckerung, was den Einstieg erleichtert, das ist einer der beliebtesten Rums, kannst du sagen. Wenn du da dem einmal verfallen bist, dann kommst du da nicht so schnell weg. Das ist ein Phänomen, das ich sehr gut beobachten kann. Viel Aroma mit Süße gepaart, gab es vorher jetzt nicht so oft und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also die haben alles richtig gemacht und wenn du mal Jamaica schmecken möchtest und du bist noch nicht so weit, Davidson XO Black Label, der 15er, der kann das echt regeln, dass du mal in diese Aromatik einen Anflug von Geschmack erkennen kannst oder mal einen Einstieg erkennen kannst. Da geht noch viel weiter, geht noch viel mehr. Aber das ist eine schöne Paarung, wenn du noch bei süßem Rum bist und einfach mal diesen englischen Rumstil dir gönnen willst. Wie spiegelt jetzt der Rum, der englische, die Kultur wieder, die Tradition in Europa, auf Großbritannien und so weiter? Naja, die Herleitung, warum dieser Rum bevorzugt war, habe ich schon gebracht. Und das hat sich natürlich auch in Verbindung mit der Paarung, wie beim Davidson eben erzählt, mit dem Zusatz von Zitrusfrüchten. Und dann in Flensburg als Rumhauptstadt Europas, Rumhochburgs, wo auch der Flensburger Rum, der ja noch verdünnt wurde mit Neutralalkohol. Und trotzdem hat er noch dieses schwere Aroma gehabt. Das hat ihn zu einem unglaublich beliebten Rum gemacht. Mal abgesehen von Frankreich und den südlichen Ländern ist der englische Rumstil in den kälteren Ländern hier unglaublich beliebt. Und
das hat so ein bisschen was von Tradition, von Seefahrt. Deshalb bringt man auch mit rum, mit englischen Rum auch immer wieder die Seefahrt irgendwie zueinander im Kopf. Piraten und man denkt eigentlich automatisch an Rum. Das, würde ich sagen, spiegelt dann schon ein bisschen Tradition wieder. Aber die Franzosen denken da ganz anders. Spanien, auch ein großes Eroberungsland, eine große Kolonialmacht, naja, die denken anders und die haben natürlich aber, wie gesagt, auch andere Anforderungen unten im Warmen, einfach auch andere Anforderungen an die Trinkgewohnheit Rum. Und deshalb würde ich sagen, der englische Rumstil, Tradition und so weiter, über die Kälte ist das wichtigste Element. In kalten Ländern ist einfach englischer Rum mit mehr Geschmack deutlich traditionsreicher wiederzufinden. Welche Marken repräsentieren den englischen Rumstil besonders gut und welche würde ich empfehlen? Naja, allgemein kann man sagen, wenn du noch nicht ganz so weit bist, findest du mit Plantation schon über Barbados Rum einen ganz guten Zugang. Ich würde auch auf Platz 1 als erstes für den, der neu dabei ist, den Plantation empfehlen. Du hast nicht diese ganz schwere Aromatik wie im Davidson, den ich genannt habe. Du hast diese Kokosnuss, die ist eine schöne Fruchtnote, die nicht so aufdringlich ist. Der Plantation Barbados XO 20th Anniversary ist eigentlich ein schönes Beispiel für englischen Rum mit leichter Süßung, mit diesen typischen Noten englischen Rums, wo man sagen kann, ja, das solltest du mal trinken. Ist nicht so fett, ist nicht so ausladend, wie andere es sein können, aber es bildet eine Brücke aus dem Spanischen, ich finde, hier sind auch noch spanische Elemente dabei, aus dem Spanischen in ein Übergangsrum in Richtung englischen Rum. Das würde ich ganz klar sagen, findest du im Plantation Barbados XO wieder und deshalb ist das auch meine erste Empfehlung. Allgemein kann man dann sagen, gleich hinten dran würde ich jetzt Possas setzen. Possas macht schon lange mit Guyana, Jamaika Rum, weniger Barbados. Und Possas, da würde ich den Gunpowder mit 55 fast Prozent anbieten. Warum gerade den? Naja, weil der dieses typische Geschmacksmodell rüberbringt. Du hast hier Fettrosine, was so typisch ist. Du hast hier schwere Noten, das leichte Kaffeenoten, du hast so ein bisschen ölig. Und wenn dir die 57% zu viel sind, dann verdünnst du ihn einfach ein bisschen mit Wasser. Der hat immer noch ordentlich Geschmack. Kannst ihn mit einem Drittel Wasser dazu kippen, dann passt das immer noch fast, ne? Ein bisschen weniger. Vielleicht ein Viertel von deiner eingeschenkten Menge packst du oben an Wasser drauf. Wartest einen Augenblick, vielleicht eine halbe Stunde, bis es sich vermengt hat. Und dann fängst du an, das zu trinken. Da wirst du feststellen, dass du trotzdem noch ganz viel Aroma hast und die 57 sind einfach ein bisschen, oder die 55 sind einfach ein bisschen entschärft an Prozenten und du hast diesen super typischen Geschmack englischen Rums. Das, wenn mich einer fragt, dann ist es genau das, was die Leute lieben, was sie haben wollen. Und so ganz, 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 ganz typisch, das ist meine Meinung. Und als letztes habe ich noch die Empfehlung des Navy Island XO. Ich finde den großartig. Den gibt es in zwei Varianten, grün und blau. Grün hat 40, blau hat 57%. Und das ist genau das. Das ist so typisch Jamaika dann. Während Possas noch eher Guyana ist, ist dann der Navy Island XO einfach ganz typisch Jamaika. Mit 40%, alles ungezuckert. Wir sind sogar beim Possas schon bei fortgeschrittenen Plus, ne? Und hier sind wir auch beim fortgeschrittenen Plus, vielleicht schon in die Richtung Experte. Naja, fortgeschritten Plus ist schon in Ordnung. Du hast hier viel von allem. Du hast hier schon komplexe Noten und du hast ja auch ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl der Possas ist preislich einfach eine Wucht und auch der Navy Island XO, gerade der 40%ig, aber der andere auch, das sind, du kriegst etwas für dein Geld. Du kannst dich in diesen Rum eintrinken, trocken, wie der Possas auch, richtig schön, keine Süße, richtig viel Geschmack und selbst wenn dir das zu heftig ist, selbst das kannst du noch mit Wasser verdünnen, dann tu das einfach. Mach das einfach. Es lohnt sich trotzdem und probier vielleicht nur kleine Schlucken, nicht als wirkliches volles Getränk schon in Betracht nehmen, wenn du noch gar nicht so weit bist.
Aber es lohnt sich, in diese Richtung vorzugehen. Das ist so typisch englischer Rumstil. Das ist so typisch Jamaika, Guyana davor und eben Barbados. Die drei Inseln tragende Geschmacksvarianten für den typischen englischen Rum. Und in der Reihenfolge empfehle ich dir, das auch noch auszuprobieren. Preislich hält sich das alles in Grenzen, wo man sagt, du kriegst hier wirklich etwas von deinem Geld. Der erste eben noch ein bisschen leicht gesüßt, die anderen beiden zuckerlos, ungesüßt, führen dich in die Aromatik englischen Rum einfach bombastisch ein. Denk dran, während der Plantation Barbados XO noch im Einsteiger-Plus-Bereich ist, sind es die anderen nicht mehr. Hier musst du fortgeschritten sein, hier musst du bereits zuckerlosen Rum mögen, du musst oder mögen wollen, wie man das auch nennt. Da ist nichts mit Zucker, der irgendetwas abmeldet. Du bekommst hier echt einen Geschmack gewatscht. Und das in einer Präsenz, die ich einfach großartig finde. Ich finde, Pussas Gunpowder ist ein Meilenstein, noch heute für das Geld wahnsinnig. Ja, der ist nicht super komplex, klar, aber der hat so schöne Noten eines englischen Rumstils. Und der Jamaica Navy Island XO ist genauso fantastisch, noch eine Spur komplexer. Das ist die Einfahrt zum englischen Rum, zu Jamaika Rum, zu richtig potenten, geschmacklichem Rum, wo ich sagen muss, einfach, einfach großartig. Wenn du mein Buch noch nicht kennst, Wen kümmert schlechter Rum oder Norddeutsch auch auf einen Schnack rum, dann kann ich dir mein Buch wärmstens ans Herz legen, wenn du dich für Rum interessierst. Du kannst natürlich meine YouTube-Videos gucken, aber du kannst auch das eine oder andere zusätzlich in 50 verschiedenen Kapiteln hier lesen. Der Bezug auf Rum. Ich empfehle hier ebenfalls 50 verschiedene Rumsorten zu jedem Kapitel 1. Und wenn du die in dieser Reihenfolge trinkst, wie die Kapitel geschrieben sind, mit der Empfehlung dazu, dann entwickelst du dich vom ersten Rum bis zum letzten ganz klar in Fortgeschritten Plus und bist auf der Schwelle zum Experten. Wenn du da Bock zu hast, gib's bei Amazon und kostet 30 Euro. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns nächste Woche schon wieder mit einer neuen Sendung. Bis dann.